Früher oder später wird man nochmal über die ESP32-CAM stolpern und man wird sich denken, genau das brauche ich jetzt für mein Projekt und wird dann aber auch schnell merken, es ist recht mühsam, das zu konfigurieren, überhaupt einen Code draufzubringen mit dem FTDD-Adapter. Es ist also nicht wirklich intuitiv zu verwenden. Das Schöne ist jetzt, dass es von der Chao-Reihe von Seed Studio auch eine ESP-CAM-Variante gibt, die ESP-Sense. Und das basiert auf einem ESP32S3, hat also Battery Management mit dabei, SD-Kartenanschluss und auch eine USB-C-Schnittstelle. Und somit haben wir da schon eine relativ einfache Variante, das Ganze jetzt zu bespielen. Die Konfiguration bleibt dennoch mühsam und genau das soll es jetzt gehen. Das schauen wir uns mal jetzt an, nochmal die grundlegende Inbetriebnahme. Und dann in weiterer Folge möchten wir gerne unsere lokale Netzwerk verlassen, damit wir das Video-Streaming nicht nur lokal bringen, sondern eben per WebSocket auf unseren Node-RED-Server, damit wir quasi auch eine vollwertige, internetfähige Webcam uns erstellen können. Bevor es ans Programmieren geht, noch einmal kurz einen Überblick der Hardware. Wir haben jetzt hier zwei Chaos. Dieser ist der ESP32C3 und das ist der S3. Im Wesentlichen nicht wirklich von der Bauform einen großen Unterschied. Was wir aber schon merken, ist, dass dort unten eine weitere Pin-Leiste ist und genau auf dieser Pin-Leiste wird dann dieses CAM-Modul draufgesteckt. Das heißt, das CAM-Modul hat jetzt also den SD-Kartenanschluss. Und das kann jetzt hier einfach draufgeklipst werden, neben dem Anschluss der Kamera bzw. der Antenne. Und das ist jetzt das fertige Modul. Und hier sehen wir also auch den Größenvergleich. Da ist kein USB-Anschluss dabei. Hier haben wir USB-Anschluss und da ist dann auch noch ein vollwertiger Battery Management mit dabei. Zu Blick noch auf die Spezifikationen. Hier haben wir den C3, hier ist der S3 und hier wird das Kameramodul, also mit Sense. Wir sehen also in der Chao-Variante, die wir uns bislang immer angeschaut haben, haben wir einen Single-Core mit 160 MHz und wir haben 4 MB Flash und ROM und hier haben wir eben 8 MB Flash on Board, schon einmal spannend, aber eben auch einen Dual-Core mit 240 MHz bei der S3-Variante. Und die S3-Variante hat hier auch einen Low-Power-Mode von 14 Mikroampere. Sehr spannend. Wir haben das mal nachgemessen bei dem C3 und das können wir natürlich hier noch einmal doppeln. Das macht natürlich dann schon sehr Spaß, weil wir sind da, glaube ich, auf 2 Monate Lipo-Batteriezeit kommen. Das wäre natürlich da schon eine andere Hausnummer. Beim Sense, also der Variante, die wir jetzt haben, ist auch noch spannend, dass wir hier die Kamera und ein Mikrofon mit dabei haben. Und das ist gerade auch für kleine Tiny Machine Learning Projekte ganz interessant. Da gibt es tolle Ideen, wie mit einem Wake-up-Word zum Beispiel hier diverse Dinge offline auch zu steuern. Ansonsten natürlich der Low-Power-Mode bei der Kamera ist jetzt nicht aussagekräftig, aber ansonsten sind hier alle Funktionen mit dabei, die wir sonst von unserer Chao-Reihe auch gewohnt sind. Auf den Getting Started-Bereich möchte ich gerne noch hinweisen. Hier gibt es noch einmal Detailinformationen zum Pinout und da ist dann auch ein Link drauf, in der wir alles zum Thema der Programmierung finden. Hier ist noch einmal ganz genau erklärt, was ist denn jetzt diese Kamera, was hat denn jetzt die einzelnen Konfigurationsschritte für einen Hintergrund. Es gibt dann Beispiele für, dass wir nur Fotos aufnehmen. Es gibt dann Beispiele mit Videoaufnahme und Speichern auf der SD-Karte und eben auch dann quasi das Video-Streaming hier Project 2. Und genau das habe ich mir jetzt mal herauskopiert. Fügen wir jetzt in unsere Arduino IDE ein. Das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist hier, dass ich die Credentials in eine separate Datei ausgelagert habe. Dann können wir auf Board gehen. Wir suchen ESP32 und geben jetzt mal X ein. Und hier sollten wir dann die S- und C3-Variante finden. Wir klicken auf die S3-Variante. Dann schalten wir da mal um, stecken ein und wählen uns da noch den richtigen Port aus. Und dann können wir diesen Sketch dann schon hinaufspielen. Wir kriegen jetzt im Serial Monitor die IP-Adresse. Die kopieren wir uns und bevor wir das öffnen, gehen wir noch einmal auf den Getting Starting-Bereich. Auf zwei Hinweise möchte ich da noch darauf aufmerksam machen. Und zwar, das Ding wird sehr heiß. Wenn es jetzt in irgendeinem Case ist, entsteht so eine Hitzeentwicklung, dass die Sense-Kamera dann auch streikt. Und wenn man einen 3D-Druck hat, sollte man darauf achten, ob BLA wirklich ausreichend ist. Ansonsten schmilzt uns da unsere Gehäuse weg. Deshalb habe ich mich auch für eine offene Variante entschieden, damit ich da auch fürs Battery Management gut draufkomme. Zweiter Punkt ist, wir kriegen eine Fehlermeldung. Partition not found.
Aber da steht, soll uns egal sein, it doesn't affect the running of the program. Und das ist natürlich unsere liebste Eigenschaft, dass wir Fehlermeldungen ignorieren können. Mit dem können wir gut leben. Ja, dann öffnen wir die IP-Adresse und wenn ich jetzt auf Start Stream klicke, kommen bei mir Störgeräusche. Deshalb nur ganz kurz zum Testen. Ein wunderschönes Bild, weil ich hier sehr abgedunkelt habe, deswegen sehen wir daher nur sehr wenig, aber wir sehen, die Reaktionsfähigkeit ist hier auf jeden Fall gegeben. Schön, dieses Interface kennen wir, haben wir noch einen Haufen Einstellungsmöglichkeiten, das soll uns auf jeden Fall egal sein, denn was uns nicht egal ist, dass wir die Arduino IDE verwenden und jetzt werden wir das Ganze auf Plattform.io portieren. Die einfachste Variante ist, wir nehmen alle Files, die in dem Ordner drin sind, kopieren uns die rüber. Die Inno wird umbenannt in main.cpp und in der Plattform Ini müssen wir noch hinterlegen, dass wir mit dem S3 jetzt unterwegs sind. Wir hinterlegen dann noch unsere Ports und that's it, funktioniert genau wie davor. Sogar dieselbe IP-Adresse haben wir, unsere schöne Fehlermeldung, die wir ignorieren können und wir sind ready zum Programmieren. In dem jetzigen Schritt wollen wir die Inhalte, also die Bilder von der ESP Sense, zu unserer Node-RED-Instanz mittels WebSocket, die ja im Internet dann erreichbar ist, übermitteln, sodass wir dann einen Videostream quasi dann abrufen können. Und dazu erweitern wir jetzt unseren Flow vom letzten Mal mit einem weiteren ESP bzw. WebSocket. Und wir geben jetzt mal zu Beginn nur ein Debug aus und klicken da doppelt drauf und wir legen uns einen neuen Listener an und dieser Listener soll jetzt da zum Beispiel heißen /ESP32CAM. Wir gehen auf Hinzufügen, fertig und dann können wir schon auf Übernehmen klicken und kriegen dann hier eine hoffentlich connected Variante. Doch bevor wir das machen, switchen wir retour zu unserem Sketch, machen wir das einmal zu. Und wir gehen jetzt unter die Plattform Ini und wir müssen uns jetzt hier einmal die Arduino WebSockets einfügen. Dann unter main.cpp, wir springen einmal ganz rauf, brauchen wir jetzt Folgendes. Wir müssen die WebSocket einfügen und es gibt hier noch diverse Include Statements, die ich hier angefügt habe, die können wir einfach mitnehmen und die Credentials, da wir ja quasi unsere Wi-Fi-Verbindung haben. Dann werden wir hier, wie schon beim Sketch davor, unsere Node-RED-Verbindung angeben mit dem Port 1880 und haben hier noch einmal das Objekt und den Namespace. Hier diese Inhalte sind jetzt herausgelegt worden, die brauchen wir dann, damit wir dann im Loop auch Zugriff auf die Kamera selber haben. Hier haben wir noch einen Callback, falls wir dann auch was zurückschicken wollen, ist dann auch gleich implementiert. Und ich habe jetzt den Start und die Kamera-Init in zwei Funktionen herausgelegt. Das ist im Wesentlichen genauso, wie wir das davor auch schon gemacht haben. Außer, dass ich jetzt den Webserver, den lokalen Webserver, deaktiviere ich, den brauche ich nicht zusätzlich, denn wir wollen das Ganze ja per WebSocket rausschaufeln. Dann starten wir den WebSocket-Server, diesmal mit der ESP32-CAM-Node und sagen dann gleich, ob das funktioniert und schreiben dann ein Hey, ESP32CAM ist ready. Start der Kamera, 1:1 übernommen von davor. Das können wir alles gleich lassen. Viel Zeug. No Flash, genau. Falls da noch irgendwas mit Flash dabei ist, das können wir rauslöschen. Ja, und im Setup schaut es dann so aus, dass ich hier die Kamera starte, Wi-Fi starte. Und da im Loop haben wir jetzt Folgendes, dass wir das erste Mal sagen, ist jetzt unser WebSocket erreichbar? Und falls nicht, bitte einen Reconnect. Und dann werden wir im Loop ständig ein Bild holen, dieses Bild dann in den JPEG verpacken, je nach Einstellung, was wir oben getätigt haben, und schicken dann ein Send Binary von diesem Buffer mit dieser Länge raus. Und dann wird das Ganze wieder zurückgesetzt und startet wieder von vorne. Das heißt, diesen Sketch können wir jetzt draufspielen und ich gehe jetzt wieder retour zu unserem Node-RED-Instanz. Der Sketch ist da jetzt schon raufgeladen und ich verbinde das jetzt wie immer nur ganz kurz wegen den Steuergeräuschen, die dann wieder auftauchen. Das heißt, wenn ich jetzt da dran schließe, sollte zuerst ein Hallo ESP-CAM-Nachricht kommen und jetzt kommen ein Haufen Buffer-Nachrichten. Ich schließe da wieder ab. Und mit diesen Buffer-Nachrichten können wir jetzt natürlich nicht viel ausmachen, aber das zeigt uns schon einmal, es funktioniert die Verbindung von unserem Sketch. Und jeder einzelne Eintrag ist jetzt quasi hier ein Bild. Und dadurch, dass wir jetzt mit dem WebSocket die Möglichkeit haben, sehr schnell und sehr viel zu versenden, wird es dann quasi auch ein flüssiger Stream. Nur, wie machen wir das Ganze jetzt? Wir brauchen da jetzt eine zusätzliche Palette. Diese Palette holen wir uns her, indem wir auf das Menü klicken, auf Palette verwalten.
Und wir gehen jetzt da, kopieren wir das einmal raus, wir müssen auf Installation gehen und wir suchen nach Node-RED Contributed Image Output. Dann auf Suchen, Installieren und wenn es installiert ist, wir hätten da, suchen wir es mal danach, da auch noch die Möglichkeit, uns das näher anzuschauen, was da alles passiert, was das macht, etc. Und wenn wir das installiert haben, können wir das jetzt einfügen. Und zwar unter Image. Einfach rein damit. Verbinden das mit dem Node vom WebSocket. Wir sagen da auf Übernehmen. Ich habe jetzt da das deaktiviert vom Debug. Das brauchen wir dabei nicht. Dann wollen wir das natürlich testen. Wir verbinden wieder und es kommen wieder Störgeräusche. Entschuldigung dafür. Das heißt, ganz kurz einmal die Verbindung starten. Wenn ich den USB ran da stecke, dann testen wir, ob das Ganze auch flüssig vonstatten geht. Dann sind wir jetzt live. Wir sehen, es funktioniert flüssig und wir haben unsere Verbindung hier dann mit Node-RED und WebSocket erstellt. Stecken wieder aus. Ein wunderschönes Bild. Wie gesagt, wegen der Abdunklung natürlich nicht perfekt, aber wir sehen schon, auf was es drauf ankommt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Bilder mit der Kamera hinauszusenden mittels WebSocket zu einem Endpunkt und können das da jetzt weiter bearbeiten mit Python oder können das in die Node-RED UI einbauen und haben somit dann eine internetfähige Webcam gemacht, könnten dann auch einen kleinen Servomotor dazu machen, mit MQTT vielleicht dann auch noch steuern und somit haben wir da wieder etwas mehr Möglichkeiten, unsere Projekte mit einer Kamera besser zu verwalten oder zu steuern. Und wie immer wünsche ich dann viel Spaß beim Nachbauen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie und was habt ihr denn jetzt so alles mit dieser Kamera umgesetzt und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es um das 3D-Design dieser Halterung geht.